zu erreichen. Ich war kurz draußen. Störe ich dich gerade? Nein, du, ich habe noch mal nachgeguckt. Oh, bei uns gibt's dieses Wochenende wirklich nicht. Es wäre schön, wenn ihr mal zu uns kämt. Hast du mit Papa darüber gesprochen? Rainer hat natürlich gesagt, es geht nicht. Dann komm doch mal allein. Ich bräuchte dich dringend mal wieder zum Reden und nicht immer bloß am Telefon. Ich würde dich gerne mal wieder sehen. Ist alles in Ordnung bei dir? Ach, ja. Wir sind im Moment bloß ein bisschen eingespannt. Immer wenn ich mit dir telefoniere, bist du eingespannt. Mach mir wirklich Sorgen. Ach, Mama, du kennst mich doch. Ich kann nicht anders. Ich find's wirklich schön, wenn wir uns wiedersehen. Jetzt bin ich am Büro. Ja. Morgen. Danke, Tim. Guten Morgen. Ich küsse dich, Mama. Ich dich auch. Ich muss Schluss machen. Aber wenn ich das jetzt so im Layout sehe, würde ich im Hintergrund die Kontraste noch ein bisschen rausnehmen. Was meinst du? Ich vertraue dir da blind. Hey, bist du schon zurück? Hey. Sibylle hat ganz tolle Bilder aus Bangladesch mitgebracht. Die musst du dir unbedingt angucken. Mach ich. Später. Ich habe in meinem Büro zu tun. Okay. Jonas kommt um 3. Vergiss das nicht. Ja. Ach, das neue Angebot vom Konrad Verlag ist gekommen. Ich habe es dir auf den Schreibtisch gelegt. Und? Ich finde es sehr interessant. Mhm. Und was sagst du? Ich vertraue dir da blind. Bist du eifersüchtig? Wieso? Hab ich Grund? Immer. Mhm. Hast du es dir angeschaut? Ja. Gut ist, dass wir uns nicht mehr einfach überstimmen können, aber ihre Umsatzziele mit uns sind immer noch extrem ehrgeizig. Das rettet uns den Arsch. Erstmal. Wir müssen bloß genau wissen, worauf wir uns da einlassen. Wir arbeiten doch jetzt schon zu viel. Dafür haben wir erstmal die Schulden vom Hals. Was ist denn die Alternative? Na also. Hm. Wir schaffen das schon. Diese Business-Schnullis haben doch gar keine Chance gegen uns. Hast du? Jetzt machen wir eine Elite-Schüler aus dir. Das sah irgendwie echt noch ganz cool aus. Ich finde das immer noch ganz cool. Ach, wenn man es uns nicht mehr so ansieht. Hier vielleicht nicht. Wir sind in 3 Stunden wieder da. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, wie das in echt aussieht. Mein Internat damals war nicht so schick. Was ist, wenn ich da auch sitzen bleibe? Dann haben wir wenigstens alles versucht. Jonas, wir schicken dich doch nicht ins Gefängnis. Das ist eines der besten Internate in dieser Gegend. Warum muss ich überhaupt Abitur machen? Ich kann doch auch Busfahrer werden. Was? Warum möchtest du denn Busfahrer werden? Da muss ich nicht so viel arbeiten wie ihr. Na, das denke man nicht. Ist doch nicht schlecht hier. Wie ein richtiges Schloss. Na los, komm. Willst du nicht auch Schluss machen? Ich habe nur noch die paar Überweisungen. Soll ich dir das helfen? Stört dich das Licht? Jetzt nicht mehr. Michael? Mhm. Wenn wir uns mit den Konrad-Leuten einlassen, darf kein Blatt zwischen uns passen. Mhm. Passt es nicht. Wenn wir uns nicht einig sind, profitieren im Zweifelsfall immer die. Sehr witzig. Wie kann man nur so schnell einschlafen? Ist doch egal. Ah, ich hab mein Telefon vergessen. Das brauchst du jetzt nicht, komm. Ich hasse diese Schuhe. Tolle Geschäftsleute sind hier. Eine Viertelstunde zu spät. Maria! Maria! Maria, sag doch was.
ganz gut, oder? Ich hatte den Eindruck, du warst ein bisschen zu entgegenkommend. Ja? Ich hatte eher umgekehrt das Gefühl, du warst ein bisschen zu aggressiv. Ich hatte schon manchmal Angst, sie springen uns wieder ab. Das nennt man Verhandeln. Hallo Mama, Moment ist... Papa, ist was passiert? Bei uns wohnen? Bei euch? Naja, zumindest bis zur Beerdigung. Ich finde, du solltest jetzt nicht allein sein und dann könnten wir uns zusammen um alles kümmern. Das ist eine gute Idee. Maria hat sich sehr gewünscht, dass wir alle zusammen noch mal auf der Fortuna fahren. Ich würde das gerne nachholen. Das ist eine sehr schöne Idee mit der Fahrt. Das sollten wir unbedingt machen. Kann ich da mitkommen? Ja, na klar, machen wir das zusammen. Wir fahren ihre Lieblingsstrecke. Und dann verstreuen wir ihre Asche im Rhein. Unterhalb der St. Emanuel-Kapelle. Da haben wir geheiratet. Ich bin mir nicht so sicher, ob das in Deutschland erlaubt ist. Wer sollte mir das verbieten? Ist das alles? Ist ja nicht für lange. Brauchst du noch etwas? Ich wäre jetzt gern ein bisschen alleine. Na klar. Ich bin in der Küche, wenn das ist. Hey. Papa sieht so alt aus. Was soll er denn jetzt machen ohne Mama? Der kann doch nicht alleine zurück aufs Schiff. Sei erstmal hier. Ja, aber irgendwann werden wir ihn ganz zu uns nehmen müssen. Ich weiß nicht, ob das gut geht, Papa und ich. Wo ist nochmal die Toilette? Den Flur runter, die erste Tür rechts. Hat er das jetzt gehört? Ach. Ich zeig's dir! Menschen, die ihr Leben auf dem Rhein verbracht haben, wollen oft auch im Tod mit dem Fluss verbunden bleiben. Da nach unserem Recht die gewünschte Flussbestattung nicht möglich war, ist es nun doch ein schöner Kompromiss, dass Maria Wenseritt, so nahe den Ufern, ihre letzte Ruhe findet. Ich hätte gerne einen Moment mit Maria alleine. Thank you.
Claudia. Ich bin's, Jan. Wir waren zusammen im Internat. Mensch, Janni. Die Zeit ging nicht ganz spurlos an mir vorbei. Wie geht's dir? Ganz gut. Wie geht's dir? Naja. Ja. Blöde Frage. War ganz geschockt, als ich's gehört habe. Man ist sich ja doch häufig begegnet. Am Hafen oder auf der Strecke. Du hast sie wahrscheinlich öfter gesehen als ich. Ja, kann sein. Dich hat man ja lange nicht gesehen. Und was machst du jetzt so? Ja, keine großen Überraschungen, wichtig. Ich habe das Schiff vom Alten übernommen. Der ist jetzt offiziell in Rente. Das hatte Papa sich von mir auch gewünscht, aber... Das ist Lucy, meine Tochter. Hallo. Hallo. Claudia, es geht weiter. Das ist Jan, ein alter Schulfreund von mir aus dem Internat. Hallo. Mein Mann. Schön, dass du gekommen bist. Gerne. Bis später. Bis später. Nachmittag losfahren. So gegen drei. Heute? Warum denn dieses Wochenende? Wir haben heute einen ganz wichtigen Tag und Jonas geht am Montag ins Internat. Wir müssen noch packen. Auf was soll ich denn noch warten? Papa, wir verhandeln heute die Zukunft unserer Firma. Es geht im Augenblick um unsere Existenz. Kannst du das nicht verstehen? Nein, verstehe ich nicht. Ja, eins. Nächstes Wochenende, ja? Auf die paar Tage mehr oder weniger kommt es ja vielleicht nicht an. Ich habe vorher noch eine Verabredung zum Mittagessen. Aber nicht heute, ist nicht dein Ernst. Dauert nicht lange. Wohin gehst du? Zur Fortuna. Du kommst nicht mehr zurück, oder? Kann ich nicht mitfahren? Ich will vielleicht Kapitän werden. Du? Bitte. Du bist nur nicht aufs Internat, ne? Ich weiß, dass du Omas Asche geklaut hast. Ich würde so gerne das Ganze vorher noch mal mit dir durchsprechen. Wen musst du denn so dringend treffen? Den Fotografen, den ich ganz spannend finde, aber der ist nur heute in der Stadt. Okay. Bis gleich. Ich muss noch mal los, ich hab was vergessen. Thank you.
deine Mutter. Geh einfach nicht ran. Du gehst ran. Hey, Mama. Brauchte noch einen Matrosen. Da hat er mich gefragt. Du kannst doch nicht ohne Besatzung losfahren. Das ist doch total verrückt. Und dann auch noch mit Jonas. Ich fahre seit 50 Jahren auf diesem Fluss. Und was ist mit dir? Opa hat Omas Asche dabei. Ich wollte dabei sein, wenn er sie verstreut. Du hast Mamas Asche geklaut? Glaubst du, ich lasse mir von irgendjemandem vorschreiben, wie ich meine Frau zu bestatten habe? Nein, natürlich nicht. Aber wen haben wir denn dann bitte beerdigt? Warum hast du mir das nicht gesagt? Du hattest so viel zu tun. Ja, spinnt ihr jetzt alle? Du kommst mit. Tut mir leid. Ach, komm her. Ja, ich fahre mal weiter. Papa? Wir kommen mit. Ich möchte gern dabei sein, wenn du Mama... Und wir reden später. Claudia, sag mal, wo bist du denn? Wir müssen in einer Stunde los. Ich habe schon fünfmal bei dir angerufen. Ich bin auf der Fortuna mit Jonas. Wir kommen Sonntagabend wieder. Das ist ein Scherz, oder? Ich kann ohne dich nicht unterschreiben. Sag mal, was ist denn... Ich gefahren bin. Was ist denn los? Was los ist? Du hast mich angelogen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du dich mit Sibylle triffst? Hast du mir nachspioniert? Nein, ich habe euch leider gesehen. Hör zu, da ist überhaupt nichts. Du warst mir in letzter Zeit so angespannt, da hatte ich Angst, du verstehst es falsch. Deshalb habe ich dir nichts gesagt. Okay, für mich sah es nicht aus wie überhaupt nichts. Dann komm her, dann können wir auch darüber reden. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ich glaube, ja, dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wirklich, also... Hafen. Seitdem ich fragte auch für Köln. Die fahren nicht leer. Wie? Ohne Crew? Jetzt bist du ja da, oder? Im Schrank in der Mannschaftsgebiete gibt's Arbeitskleidung. Herzliches Beileid, Rainer. Ja, ja. Sind das deine Matrosen? Meine Tochter und mein Enkel. Haben die einen Matrosenbrief? Meine Tochter, sicher. Mit viel Druck. Was sagst du jetzt? Von hier? Bis zum Bug. Backbord und Steuerbord. Einmal ganz rum. Einmal ganz rum. Hast du das immer verlängern lassen? Der letzte Stempel ist vom letzten Jahr. Du hast die ganze Zeit gehofft, dass ich aufs Schiff zurückkomme. War eine Gewohnheit. Kostet ja nichts. Ich vermisse sie so wahnsinnig. Gerade jetzt, wo... Wir haben ein gutes Leben hier gehabt, an Bord der Fortuna. Jetzt ist es vorbei. So ist das.
erstmal was trinken. Ganz schön anstrengend. Hm, ich erinnere mich. Immer noch besser als Internat. Hör mal, wir machen jetzt diese Fahrt und wenn wir am Montag zurück sind in Frankfurt, gehst du auf dieses blöde Internat. Und wenn dir das wirklich ganz und gar nicht gefällt, dann hast du Zeit, dir bis dahin was Besseres einfallen zu lassen. Und deinen Eltern diesen Vorschlag zu unterbreiten. Einverstanden? Okay. Ich finde, es ist langsam an der Zeit, dass du lernst, Verantwortung zu übernehmen. Was ist denn das für ein Käfig? Komm mal mit. Ich zeig dir was. Guck mal, hier stand mein kleiner Käfig früher. Mit einem Sandkasten drin und einer Schaukel. Und wenn es ganz heiß war, hatte ich ein aufblasbares Planschbecken und ein Dach drüber. Meine Kindheit hinter Gittern. Komm, ich zeig dir noch was. Komm mal mit. Guck mal, das hier vorne war immer mein Lieblingsplatz. Hier habe ich mich hingesetzt, wenn einer mir zu sehr auf den Wecker ging. Hier konnte er mich nicht sehen. Aber weißt du, was das Beste war? Komm mal her. Horch mal. Ach nee, hört man gar nichts mehr. Wahrscheinlich hat er es repariert. Ist ja lang genug her. Früher, wenn ich die Knöpfe gedrückt habe, konnte ich immer hören, was die unten in der Küche gesprochen haben. Das war cool. Warum ziehen wir nicht einfach aufs Boot? Das wäre doch geil. Schifferkinder müssen aufs Internat, Jonas. Falls du darauf spekuliert hast. Okay, das wäre ein Problem, aber sonst doch ganz cool, oder? Ja, doch. Mach mal weiter, dein Opa freut sich. Lass die hier. Hey, wollt nur mal hören, hat alles geklappt? Naja, bist du schon am Flughafen? Ich sitze im Taxi. Marrakesch ruft. Ich beneide dich. Wie gesagt, wenn du willst, kannst du das Wochenende dazukommen. Du kannst mir ein paar Tipps geben. Das schaffst du auch alleine. Ich bin total aus der Übung. Naja, kannst ja noch mal darüber nachdenken. Ja, vielleicht. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Ciao. Tschüss. Romeo! Du bist ans Steuer. Was ist denn los? Vermutlich ist eine der Hydraulikschläuche weggeplatzt. Und jetzt? Wenn das Schiff entgegenkommt, gib dreimal langes Signal. Thank you.
Jetzt ruf doch bitte die Wasserschutzpolizei. Sie sollen uns einen Schlepper schicken. Das geht nicht. Aber warum denn nicht? Weil die technische Abnahme noch nicht durch ist. Aber das ist nicht dein Ernst. Ich brauche einen neuen Schlauch und eine neue Dichtung. Ich guck mal die Kollegen um Hilfe an. Hast du aber verdammtes Schwein gehabt, Rainer. Hallo, Janni. Claudia, was machst du denn hier? Oh, das ist eine lange Geschichte. So, lass ihn. Komm, ich helfe dir. Danke. Oh, danke, geht schon. Hast du sowas dabei? Ja, sowas in der Art. Müssen wir ein bisschen improvisieren. Aber das kriegen wir hin. Hallo, so eine Arbeit. Vielleicht kann ich auch was helfen. Ah, es geht schon, aber danke dir. Dann musst du dich wohl mit mir beschäftigen. Du kannst ja Lucy das Schiff zeigen, du kennst dich doch jetzt aus. Sag mal, hast du nicht von deinem Vater die Herkules übernommen? Die habe ich ja auch. Wir haben mittlerweile 3 Schiffe am Laufen. Die alte und die neue Herkules und das Serviceboot. Wow. Fällt halt immer eine Menge Verwaltungskram an. Bist du ein richtiger Unternehmer geworden? Naja, es geht. Ha. Ich hole uns was zu trinken. Gerne. Das ist echt ein alter Kahn. Mein Papa hat einen Frachter. Der ist fast doppelt so groß. Aber der hier ist irgendwie romantischer. Fehlt nur noch die Totenkopfflagge. Da könnte man denken, dass es ein Freibeuterschiff ist. Was eigentlich mit deinem Zahn passiert? Hingefallen. Du bist nicht sehr gesprächig, oder? Du redest doch die ganze Zeit. Da sage ich jetzt eben nichts mehr. Komm mal her. Ist ganz geil hier. Stimmt. Und? Alles klar? Alles klar. So, das war's. Danke dir, Jan. Jetzt will ich auch nicht länger aufhalten. Gerne. Jan, kannst du nicht noch ein bisschen bleiben und uns begleiten? Wieso läuft's denn? Naja, was, wenn noch mal was passiert? Noch so ein Hydraulikschlauch abreißt oder das Ruder klemmt? Wo geht's denn hin? Nach Köln. Köln. Könnt ihr schon einrichten. Warum nicht? Das wäre aber wirklich nicht nötig. Papa, bitte, tu mir den Gefallen. Claudia, wenn der Kapitän nicht will, dann... Sonst gehen Jonas und ich von Bord. Ja, meinetwegen. Ich will nur was zu trinken. Fühlt euch nicht langsam kalt da vorne? Die ist nett, die Lucy, oder? Geht so. Der Motor gehört ins Museum. Kein Wunder, dass der überhaupt noch läuft. Willst du ein Bier? Unbedingt. Man müsste in den Kahn hier richtig viel investieren. Aber ganz ehrlich, das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Solche Frachter sind heutzutage nicht mehr konkurrenzfähig. Ja, nicht nur das Schiff ist alt. Ich habe schon manchmal überlegt, ob es nicht besser wäre, wenn Papa längst aufgehört hätte. Jetzt, wo Mama nicht mehr da ist, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch Sinn macht. Hast du ihn schon darauf angesprochen? Nee, ich weiß nicht wie. Rainer hat sein ganzes Leben auf dem Fluss verbracht. Dein Vater kennt doch niemand anderen. Er kennt mich? Naja, bitte. Wir beiden seid ja nur auch nicht gerade das Traumpaar. Das stimmt. Als ihm damals klar wurde, dass ich die Fortuna nicht übernehmen würde, da wollte er überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben. Das glaube ich nicht. Einer ist einfach jemand, der nicht viel redet. Erzähl's mir. Alles, was jenseits der Rheinufer liegt, existiert für ihn überhaupt nicht. Er ist schon ein alter Kauz. Sogar für einen Rheinschiffer. Ich wollte dir mal schreiben, hab nach deiner Adresse gefragt. Da meinte er nur, sowas hat meine Tochter nicht, die ist jetzt ein Hippie. Das war bestimmt damals, als ich Michael kennengelernt habe. Wir waren so viel unterwegs, wir sind mit unserem Reisebus gefahren, das war toll. Ich war gern Hippie. Manchmal frage ich mich, wie Mama das gemacht hat. Wie sie das ausgehalten hat all die Jahre. Sie war so eine fröhliche, quasselige Person. Papa, der, wenn's hochkommt, redet er 2 vollständige Sätze am Tag. Wie geht das? 46 Jahre lang. Das Geheimnis der Liebe? Na, das hätte ich gern auf einem Zettel. Da musst du mich nicht fragen. Nicht? Nicht. Wo ist denn Lucys Mutter? Ist auf Malle. Wir sind glücklich geschieden. Es hat nicht geklappt. Und muss mir das leid tun? Nein, das muss es nicht. Noch ein Bier? Aber ja. Komm, lass uns reingehen.
Was hast du da? Guck mal an den Himmel. Auf die Wolken, ohne zu blinzeln. Nach einer Weile fühlt es sich an, als würde man schweben. Boah, stimmt. Das habe ich von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Habe ich nie gelesen. Ist das nicht ein Kinderbuch? Überhaupt nicht. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Sag ich doch, Kinderbuch. Also, die Geschichte spielt am Mississippi und sie ist schon sehr lange her. Das glaube ich ja nicht. Jan datet im Internet. Wieso? Wie soll man als Schiffer denn sonst eine Frau kennenlernen? Ich könnte höchstens einen Ausflugsdampfer rammen und ein paar alte Tanten entführen. Ein Date habe ich noch vergessen. Karen. Karen wollte mit der Herkules nach Paris und an das Seine festmachen. Als ob wir hier ein Hausboot wären. Die hat irgendwas falsch verstanden. Wenn du so lachst. Genau wie früher. Ich bin betrunken. Also gut, wenn ich auch ganz ehrlich sein soll. Mir geht's auch gerade nicht so gut. Wieso? Ihr habt doch ziemlich viel zusammen auf die Beine gestellt. Ja. Inzwischen ist es so stressig und der Druck. Und ich glaube, wir haben seit Jahren keinen richtigen Urlaub gemacht. Und Jonas, manchmal weiß ich gar nicht mehr, wofür überhaupt kämpfen. Ja, das kenne ich. Das ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Aber erinnerst du dich an unseren Abschlussball? In der Turnhalle? Ja. Den ganzen Abend mit mir gekämpft, ob ich dich zum Tanzen auffordern soll oder nicht. Nee. Am Schluss habe ich mich nicht getraut. Nee. Ich war damals ziemlich verknallt in dich. Leider viel zu schüchtern. Ich fand dich auch gut damals. Stell dir mal vor, du hättest dich getraut. Dann wäre ich heute vielleicht Binnenschifferin. Nee. Ich wäre vielleicht nie aufs Boot, sondern hätte mit dir die Welt bereist. Echt? Stell dir mal vor. Ich würde gerne was nachholen. Schmusetanzparty. Ich bin alt genug, ich weiß, was ich tue. Das scheint dir deine Mutter wohl nicht viel bedeutet zu haben. Du kannst vorne schlafen. Jan nimmt die Couch. Lucy. Die Tochter von Jan, mit dem tanzt Mama. Wer ist Jan? Was heißt, sie tanzt? Naja, so Engtanz. Quatsch. Hör mal, wo seid ihr jetzt genau? Warte mal, er will herkommen. Okay. Hallo? Ich bin's, Lucy. Also, wir liegen gerade, aber morgen früh kommen wir zum Anleger, Rehns. Ja. Hast du gehört? Ich muss auflegen. Na, ihr zwei? Wollt ihr nicht langsam mal ins Bett? Können wir hier oben schlafen? Okay, dann suche ich euch ein paar Decken zusammen. Wäre doch eigentlich ganz nett, wenn Papa auch kommen würde. Der muss sich ums Büro kümmern. Genau wie bei meinen Eltern. Sie lügen dich einfach an. Ich bin manchmal nicht so gut mit Worten. Ich hatte fast vergessen, wie schön es hier ist. Hat schon was.
Guten Morgen. Und ging's auf der Couch? Okay. Ich hab dir doch schon erzählt, dass ich mittlerweile 3 Schiffe laufen habe. Nun plane ich ein Viertes zu kaufen. Aber kein Frachtschiff, sondern ein Hotelschiff. Mhm. Frachtpreise sinken sowieso immer weiter und Tourismus ist immer noch ein Wachstumsmarkt. Klingt toll. Ja, findest du? Mhm. Ich suche nämlich noch jemanden, der sich um die wirtschaftliche Seite kümmert und um das Marketing. Bietest du mir gerade einen Job an? Naja, also eher eine Partnerschaft, also Geschäftspartnerschaft. Muss einfach mehr unter Leute. Will auch mehr vom Land aus arbeiten. Hm. Kommt sehr überraschend. Aber ich fühle mich geschmeichelt. Schlafen? Ja. Papa, beim nächsten Anliga können wir doch halten, oder? Wieso sollten wir halten? Michael wartet da. Er will auch mitkommen. Er hat angerufen. Ist doch super. Stimmt. Hallo, Seemann. Hey. Na? Na? Wie geht's dir? Hey, was machst du denn hier? Hallo, Rainer. Wir kennen uns von der Beerdigung. Ah ja. Bring mir mal einen Kaffee. Bringst du mir einen mit? Gerne. Danke. Entschuldige, aber du spinnst. Rainer hat die Asche aus der Urne geklaut. Er möchte sie gerne im Rhein verstreuen. Wirklich? Sehr großartig. Aber das erklärt noch nicht dein Verhalten. Mein Verhalten? Wir stehen vor so einem wichtigen Termin und du haust wegen so einer Kleinigkeit einfach ab. Das ist doch verrückt. Kleinigkeit? Ich höre ja wohl nicht richtig. Ich habe Konrad jetzt auf Montag geschoben. Ich will nicht ohne dich unterschreiben. Ich habe euch beide dort sitzen sehen, in diesem Café, Händchen haltend. Und wenn ich nicht sicher wäre, dass wir verheiratet sind, hätte ich geglaubt, ihr wärt es. Das ist doch Quatsch. Kann ja sein, dass sie kurz meine Hand genommen hat. Vielleicht ist sie auch ein bisschen in mich verknallt, aber von meiner Seite ist da überhaupt nichts. Kann ja sein, dass ich gerade ein bisschen durch den Wind bin. Aber ich habe das Gefühl, du betrügst mich. Claudia, würdest du dich jetzt bitte beruhigen? Ich bin ganz ruhig. Wir haben wirklich wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Was kann denn da wichtiger sein? Und weißt du, was das Schlimmste war? Dass ich mich gefragt habe, wann haben wir eigentlich das letzte Mal so zusammengesessen? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Du sagst mir also, es ist alles in Ordnung, ja? Und wir machen die nächsten 10 Jahre so weiter wie die letzten und alles wird gut, ja? Ja, natürlich. Genau so. Also, wenn du mir noch irgendwas zu sagen hast, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Ansonsten sag mir, Claudia, du siehst weiße Mäuse und ich glaub dir auch das. Hat das alles irgendwas mit diesem Typen zu tun? Guter Versuch. Jan ist einfach nur ein alter Schulfreund. Danke. Machst du mir auch einen Kaffee? Was? Ich hab gehört, du bist ein toller Tänzer, ne? Genau wie bei meinen Eltern. Der eine redet, der andere verschränkt die Arme. Und irgendwann lässt der eine den anderen einfach stehen. Das wäre so ätzend. Vielleicht müsste ich deswegen aufs Internat, damit ich das nicht mitkriege. Ach Gott. Glaubst du, auf diesen Inseln wohnt jemand? Nee, die meisten sind eigentlich unbewohnt. Wäre egal, oder? Ich will Opa fragen, ob ich beim Captain werden kann. Dann halte ich ab und zu auf so Inseln, wo sonst niemand ist. Ach, ihr seid ihr. Können wir uns mal kurz unterhalten? Okay, ich gehe am besten mal nach meinem Papa gucken. Danke. Brauchst nicht zu schimpfen, hat Mama schon gemacht. Ich will doch gar nicht schimpfen. Lasst euch scheiden? Was? Wie kommst du denn da drauf? Also nein. Wieso, hat Mama was gesagt? Hm.
Warum sagst du dann sowas? Können wir nicht mal alle wieder zusammen in Urlaub fahren oder sowas? Das war so geil früher. Hey, das kommt wieder. Hm? Okay? Nach der Biegung kommt die St. Emanuelskapelle. Da machen wir Halt. Und übergeben Maria dem Fluss. Wenn du willst, können wir später auch noch in die Kirche gehen. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Fluss zu springen, kann bloß eine Landratte kommen. Ja, hättest du mich dafür bewundert. Na, was ist? Hab ich sie? Naja, vielleicht wird sie ja an der nächsten Biegung angespült. Tja. Papa, wo willst du denn hin? Ich fahr dahin. Scheiner, das macht doch keinen Sinn. Du kannst doch mal versuchen. Passt es doch auch schon wieder, oder? Maria hat jetzt ihr eigenes kleines Boot und schippert über den Rhein. Glaubst du, du wirst meine Asche auch mal hinterherfahren? Du wolltest doch, dass ich mir Gedanken mache, oder? Ich sehe das so. Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, wir sind jeden Tag 24 Stunden zusammen. Dafür machen wir das doch eigentlich ganz gut. Ganz gut? Das heißt also, es belastet dich? Nein. Sei doch mal realistisch. Das ist für jede Ehe eine Herausforderung. Willst du jetzt eine Absolution für deine Geliebte, oder wie? Ach, du nervst! Ich kenne kein anderes Paar, das so lebt wie wir, außer Mama und Papa. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Rainer heimlich eine andere Frau trifft. Das ist ja interessant. Auf einmal sind deine Eltern für dich ein Vorbild. Das ist aber neu. Bist du glücklich? Ja, natürlich. Wenn wir den unterschriebenen Vertrag in der Tasche haben und sich alles ein bisschen beruhigt hat, dann... Ja, dann bin ich glücklich. Aber das meine ich doch nicht. Was, wenn nicht? Was, wenn es sich nicht beruhigt? Wenn es einfach immer nur so weitergeht, was wenn, dann? Wenn. Lass uns doch einfach mal nach vorne gucken. Ich gucke gerade nach vorne. Ich muss mich um Papa kümmern. Ich denke, wir sollten noch in die Kirche. Da,
Das hat ja so alles keinen Sinn mehr. Wir löschen morgen die Fracht in Köln und dann könnt ihr alle von Bord gehen. Ihr müsst ja auch zurück. Und was machst du? Ich suche mir einen Matrosen und dann weiter. Wenn du willst, fange ich als Matrose bei dir an. Ach Jonas, du musst doch in die Schule. Ich brauche einen erfahrenen Matrosen an Bord. Papa, willst du nicht doch mal darüber nachdenken, dich zur Ruhe zu setzen? Ich fühle mich kerngesund. Rainer, die Fortuna ist schon sehr alt. Du müsstest hier viel Geld investieren. Ich will nicht, dass du so lange fährst, bis du auch an einem Herzinfarkt stirbst. An irgendwas werde ich natürlich irgendwann auch sterben, wenn du das damit meinst. Aber Rainer, es gibt noch einen anderen Grund, warum du dir vielleicht überlegen solltest, aufzuhören. Deine Tochter möchte vielleicht mehr Zeit mit dir verbringen. Was man in 20 Jahren versäumt hat, kann man jetzt nicht mit einem Mal nachholen. Geh auch schlafen. Wo schlaf ich? Vorne ist das Doppelbett ja frei. Ich soll mit dem in einem Bett schlafen? Ich kann auch auf der Couch pennen. Gute Nacht. Hoffentlich schnarchst du nicht. Keine Ahnung. Ich schlaf seit 2 Jahren allein. Sie liebt dich. Ach ja? Und du weißt das? Ich kenne Claudia eine Ewigkeit. Wie sie dich anschaut. So hat sie mich nie angeschaut. Leider. Warum hätte sie das tun sollen? Weil ich wahnsinnig in sie verliebt war. Nicht nur ich. Die Hälfte aller Jungen waren sie verliebt. Die Hälfte aller Jungs? Nicht schlecht. Und du hast sie gekriegt. Also mach was draus. Danke für den Tipp. Soll ich dir auch einen geben, was Frauen betrifft? Ungern. Geh mal zum Friseur. Und dein Bart, der macht einsam. Nacht. Nacht. Stich? Nein. Hast du das gestern Abend ernst gemeint oder war das wieder nur nicht so gut mit Worten umgehen können? Glaubst du ernsthaft, ihr seid mir egal? Ich meine, ich habe bestimmt Fehler gemacht in meinem Leben, aber dich hat's doch einen Scheiß interessiert, was ich gemacht habe. Guck doch mal in dem Schrank danach. Als ich euch damals das Abo schenken wollte, hast du gesagt, ich habe keine Zeit zum Lesen. Maria und ich dachten, wir unterstützen euch, wenn wir dafür zahlen. Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Das hätte ich gern gewusst. Dann hättest du doch drauf bestanden, uns das Abo zu zahlen. Du bist doch genau der gleiche Dickkopf wie ich. Papa, ich wollte dich nicht bedrängen. Ich möchte, dass du weißt, dass ich gern immer für dich da sein will, wenn du mich brauchst. Zum ersten Mal in meinem Leben fange ich an, dich zu verstehen. Ich habe sogar ein bisschen Angst, das Schiff zu verlassen. Das hier ist immer dein Zuhause gewesen, Claudia. Du kannst hier so lange bleiben, wie du willst. Ich wollte nur sagen, du kannst weiterschlafen. Okay. Ich vermisse dich. Tja,
Morgen. Guten Morgen. Ich werde mal mit Jonas ein bisschen angeln. Ich wollte mal ein bisschen angeln. Habt ihr Lust? Vom Boot aus kann man gar nicht angeln. Och. Hast du meinen Papa gesehen? Ja. Der steuert, der Steuermann. Ah, okay. Dankeschön. Das ist ganz nett, oder? Wollen wir jetzt angeln oder was? Komm. Für die Rückfahrt. Eine Ladung Kies für Mainz organisiert. Dann könnten wir doch an Bord bleiben, oder? Wir wollten doch mit einem Zug zurück. Und was spricht dagegen? Wir haben morgen den Termin mit Konrad und Jonas muss ins Internat. Dann kommt er eben einen Tag zu spät. Ich brauche hier noch ein bisschen Zeit. Jonas, wir fahren mit Opa zurück. Cool. Kann Lucy da mitkommen? Ich weiß nicht. Ja, bitte, Papa. Na, meinetwegen. Ist gut, Claudia. Tschüss, Lucy. Tschüss, Jonas. Na, Björn. Na, Marek. Du, sag mal, wo ist denn hier der nächste Friseur? Helfer de Brack. Danke dir. Viel Zucker. Danke. Setz dich doch mal. Meine Tochter ist ein echter Dickschädel. Das weiß ich, Rainer. Wenn sie was wissen wollte, hat sie es immer rausbekommen. In unserer Familie waren wir immer sehr ehrlich. Was heißt schon ehrlich? Ich weiß es doch selber nicht. Wollt ihr mit in die Kirche? Wir bleiben hier. Ja.
muss dir was sagen. Das ist nicht ganz einfach. Ich nehme an, es hat damit zu tun, ja? Ich wollte es nicht lesen, aber es lag direkt vor meiner Nase. Was wäre schön gewesen? Sie wollte, dass ich das Wochenende nach Marrakesch komme. Sie wollte was? Es ist nichts zwischen uns passiert, das schwöre ich dir. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, das ist alles. Und dann hat sie sich in mich verknallt. Und du? Sagen wir so, es gab ein Gefühl, gegen das ich versucht habe anzukämpfen. Oh, wie heldenhaft von dir. Wahrscheinlich verdienst du dafür eine Medaille, ja? Willst du jetzt, dass ich ehrlich bin? Ich weiß es nicht. Ja. Es fällt mir schwer, das einzugestehen. Aber die Firma ist uns völlig über den Kopf gewachsen. Zumindest mir. Und dann kommt jemand, die das einfach weglacht, die Spaß haben will. Da gab es ein paar Momente, da habe ich mich frei gefühlt. Das habe ich ziemlich genossen. Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist uns die Sache wirklich über den Kopf gewachsen. Das haben wir so bestimmt nicht gewollt. Aber dass ich nächtelang wach liege mit lauter Zahlenkolonnen in meinem Kopf, während du neben mir schnarchst und von deiner Romanze träumst, wie bescheuert ist denn das von mir, dass ich mir mein Hirn zermartere für deinen Traum? Das ist deine Kirche. Könnt ihr euch bitte leiser sein? Das ist genauso gut dein Traum. Nein, das habe ich nicht gewollt. Ich wollte, dass wir zusammen arbeiten, dass wir so zusammen sind wie meine Eltern, während du dich klammheimlich aus unserer Ehe davon schleichst. Wenn das so wäre, warum bin ich dann hier und rede mit dir? Und was wäre passiert, wenn ich nicht misstrauisch gewesen wäre? Wenn wir unterschrieben hätten und dann ein schönes Wochenende in sonst wo oder was? Am liebsten würde ich da eine runterhauen. Ich glaube, das wäre die angemessene Reaktion. Mit ihr geschlafen. Ich habe sie nicht geküsst. Ich habe noch nicht mal mit ihr getanzt. Im Gegensatz zu dir und deinem Klabautermann. Jan ist nur ein alter Freund. Den habe ich 100 Jahre nicht gesehen. Sonst nichts. Er ist hier rumgeschlichen, als wollte er mich jeden Moment über Bord schmeißen. Du wolltest, dass ich ehrlich bin. Dann musst du aber auch ehrlich sein. Bei uns ist die letzten Jahre einiges auf der Strecke geblieben. Als Jan an Bord kam, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und der Moment, als wir in der Küche getanzt haben, war sehr schön. Ich war seit langem mal wieder glücklich. Wow. Und er hat mir eine Stelle in seiner Firma angeboten. Er hat gefragt, ob ich für ihn arbeiten würde. Und ich schleiche mich klammheimlich aus unserer Ehe. Es war nur für einen Moment. Es war nur ein Gedanke. Hast du das gehört? Ich glaube, die wollen sich scheiden lassen. Deswegen schicken die mich auf das blöde Internat, damit sie sich merken, was zwischen ihnen abgeht. Und weil du einmal sitzen geblieben bist. Ist das ätzend? Ich hol mir nur einen Kaffee. Ist hier noch jemand gestorben? Nein, es ist alles in Ordnung. Wir diskutieren nur. Ja, na klar. Wir fahren morgen früh weiter.
ihr zwei? Schlaft ihr heute Nacht wieder hier draußen? Rainer sagt, wir fahren erst morgen weiter. Habt ihr euch gestritten? Ja. Aber es ist schon wieder gut. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Die lügt ja noch krasser als ich. Aufstehen, wir fahren weiter. Ich komme. Wo sind die ganzen Sachen hin? Das Beiboot ist weg. Wer klaut denn bitte ein Beiboot? Wo sind die Gürden? Hier sind sie nicht. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. An seiner Stelle wäre ich auch abgehauen. Ich funk mal die Kollegen an, die sollen die Augen offen halten. Mach dir keine Sorgen. Der Junge ist groß. Wir müssen die Wasserschutzpolizei informieren. Ich glaube nicht, dass wir die informieren müssen. Ist das unseres? Ja. Wann genau sind Sie denn losgefahren? Das wissen wir nicht. Irgendwann in der Nacht. Sie werden doch nicht über Bord gegangen sein. Ich denke mal, die sind irgendwo an Land gegangen und haben das Boot nicht richtig festgemacht. Die finden wir schon. Wir geben gleich die Suchanfrage raus. Helmut, machst du das? Ja, Suchanfrage. Wir melden uns. Gute Fahrt. Wo würdest du denn hin, wenn du von hier abhauen würdest? Keine Ahnung. Außer? Außer was? Gestern hat der Lucy gefragt, ob man auf diesen Inseln leben kann. Nicht weit von hier ist das Hammersteiner Wert. Das ist eine Insel. Das kommt von da. Jetzt guckt ihr das mal an. Jonas. Komm. Lass ihn noch ein bisschen. Komm, wir gehen da. Was ist eigentlich, wenn unsere Vorräte ausgehen? Dann fischen wir. Wir haben doch gar keine Angel. Wir haben auch kein Boot mehr. Was, wenn wir verhungern? Na, wir basteln uns einen Speer. Das geht auch. Habe ich mal im Fernsehen Jonas, gesehen. Jonas! Guck mal da! Das gibt's doch gar nicht. Das mach mal auf. Das ist alles? Hey. Die denken bestimmt, wir haben hier eine richtig romantische Zeit. Erst noch in Andalusien, wenn wir mit den Fischern rausgefahren sind. Mhm. Ich habe fotografiert und du hast versucht, die Fischer zum Reden zu kriegen. Da ist auch so ein Touristenschiff vorbeigekommen und die Leute haben uns fotografiert. Damals hattest du zum ersten Mal die Idee zu Tiki. Stimmt. Mhm. Kommt mir vor, als wäre es in einem anderen Leben gewesen. Naja. Claudia. Ich liebe dich.
Und ich liebe unsere Familie. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir einfach hier auf der Insel bleiben. Oh ja. Bauen ein bisschen Gemüse an, halten ein paar Hühner und leben von dem, was uns der Rhein so anschwemmt. Und Jonas muss kein Abitur machen. Und dafür lernt er, wie man in der Natur überlebt. Und wenn er das nicht schafft, kann er immer noch Busfahrer werden. Und wir sind die berühmte Inselfamilie und lassen uns mit den Touristen fotografieren. Lieber, du hast ja wohl einen Vollknall. Ihr lasst euch scheiden, da kann ich auch machen, was ich will. Nein, das kannst du nicht. Außerdem war von Scheidung überhaupt nicht die Rede. Wenn ihr euch wieder abgeregt habt, habe ich eine Überraschung für euch. Du bist ja wohl kaum in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen, oder? Sie hier hängen am Ufer im Gestrüpp. Das darf doch nicht wahr sein. Nee. Deine Mutter gibt nicht so leicht auf. Mist. Ihr seid Teufelskerle. Teufelskerle. Wir sind abgehauen. Das ist nur ein bisschen feucht geworden. Wenn du mal willst, dass deine Asche im Rhein verstreut wird, dann möchte ich das tun. Sagst du das jetzt, weil es so schön klingt, oder meinst du das ernst? Ich werde nichts unversucht lassen. Dann ist das jetzt also unser neuer Businessplan. Zusammenbleiben? Ist aber eine sehr langfristige Investition. Lohnt sich aber. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ja. Wir wollen ein paar Sachen ändern, dann haben wir mehr Zeit. Und du? Und ich? Naja, wenn du deine Meinung änderst, weißt du ja, wo du uns findest. Zeit. Ganz, ganz schlechte Nachrichten für dich, mein Sohn. Wir werden in Zukunft viel mehr Zeit haben für deine Hausaufgaben. Heißt das, ich muss nicht mehr aufs Internat? Wie geil!